Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Durch das Spiel begleiten Sie Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Uns erwartet heute eine wirklich interessante Partie. Lille gegen Rapid Wien. Tja, Wolf, das ist interessant, die beiden im direkten Duell zu erleben. Das könnte ein Highlight werden. Das war der Anstoß. Spiel läuft. Und so wird Lille also in diese Partie gehen. Benjamin André steht mit André Gomez im Zentrum. Und im Sturm ist Jonathan David. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Guido Burgstaller. Der Ball ist im Aus, es wird Ecke geben. Ecke in den Strafraum. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Cabea. In den freien Raum. Vielleicht die Chance jetzt. Jetzt die Gelegenheit. Da fällt das erste Tor an diesem Tag. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Burgstaller. Schöner Spielaufbau. Und dann müssen sie doch den Ballbesitz abgeben. Da haben sie die Lücke nicht gefunden. Jetzt schießt er. Sie ziehen davon unaufhaltsam, gleich der nächste Treffer. Und damit sind sie nun mit 2 Toren vorne. Oh. 2-0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Guido Burgstaller. Gutes Tackling. Da wäre Platz für einen Konter. Aktion läuft weiter, nach wie vor gefährlich. David. Das könnte die Gelegenheit geben. Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. In Sachen Ballbesitz sind die Gäste hier die bessere Mannschaft, aber sie liegen trotzdem weiter hinten. Der Grund? Der Mangel an klaren Chancen. Sie machen nichts aus ihrem Ballbesitz. Wir schauen bei diesem Angriff genau hin. Jetzt müssen sie hinten aufpassen. Versucht per Volley. Ah, damit sind sie hier mit 3 Toren vorne. Wieder so eine klasse Szene. Eindeutiges Resultat bis hierhin. Den Ball holt er, gut verteidigt. Nachspielzeit ist angezeigt, es gibt noch 1 Minute obendrauf. Bamba. Gute Aktion jetzt. Unheimlich wichtig, dass er da zur Stelle ist. Und das ist der Pausenpfiff in diesem Spiel. Er kann heute leider nicht die gewohnte Leistung abrufen. Er hat heute Probleme, sich in Szene zu setzen. Sehen wir ja auch eingeblendet. Da kommt viel zu wenig. Auch deshalb liegen sie hier zurück.
Sie haben eine überzeugende erste Hälfte gespielt. Wenn Sie weiter konzentriert bleiben, dürfte in Durchgang 2 nicht mehr viel passieren. So, und das nächste Tor, und es wird immer deutlicher. Vorsprung ist klar, 4 Tore, die lassen hier nichts mehr anbrennen. Ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Bailly. Mit viel Druck den Ballverlust erzwungen. Er hat den Ball. Nicht das Tor. Unglaublich. Jetzt kommt die Ecke. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Das muss es fast sein. Gehalten, aber weiter aufpassen. Da war mehr drin, denke ich, aber geklärt. Und er trifft. Vier-eins jetzt also. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Guido Burgstaller. Die Chance. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Adam Unas. Das ist David. Ismaili. André Gomez. Ja, energischer Vorstoß. Eckstoß also. Und jetzt gibt es Wechsel auf beiden Seiten. Wir sehen die kurze Variante. Da gehen sie dazwischen. Wichtig. Der Ball wird erstmal abgeschirmt. Gnasmüller. Guido Burgstaller. Guter Volleyschuss. Gehalten. Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Ball wird kurz gespielt. Gute Hereingabe. Vielleicht die Chance. Noch lebt die Chance. Immerhin noch das Tor, aber... An der Tendenz ändert das nichts mehr. Das wird eine Niederlage. Ja klar, liegen zu deutlich hinten, da geht nichts mehr. Neuer Spielstand 4:2. 6 Treffer haben wir bereits gesehen. André Gomez. 3 Minuten sind es noch. Guido Burgstaller.
Vielleicht der Anschlusstreffer. Der Ball geht an die Latte. Und sie können klären. Guido Burgstaller. Das macht er gut. Da ist das Tor. Und damit sind sie in dieser Schlussphase fast wieder dran. Eins fehlt noch. Da hören wir den Schlusspfiff. Die Gastgeber haben dieses Spiel also gewonnen. Wichtig, dass sie diesen knappen Sieg ins Ziel retten, dass sie den über die Zeit bringen. Es hätte auch anders ausgehen können. Und wir sehen hier, wie die alle durchatmen. Ganz starke Leistung in diesem Spiel. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer.